Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Das integrierte Stadtentwicklungskonzept ist ein Konzept, was A aufgeschrieben wird, um der Verwaltung zu sagen, in welche Richtung es in den nächsten 10, 15 Jahren denken, handeln und entwickeln soll. Und es ist B auch eine Grundlage, um ein ganz schöne Menge an Fördergelder zu beantragen bei höheren Stellen. Insgesamt ist der Entwurf des Entwicklungskonzepts, so wie wir es jetzt heute beschließen können, eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, hat mir das meiste sehr gefallen. Einige Kleinigkeiten kann man rumkritisieren. Aber im Ausschuss, im letzten Ausschuss, im federführenden Ausschuss, ist ein ganz, ganz vergifteter Apfel in dieses Ausschussvotum gekommen. Und zwar hat der weise Ausschuss, es muss mit irgendeiner obskuren Mehrheit gewesen sein, alle, aber auch wirklich alle Erwähnungen von Parkgebühren, Parkraumbewirtschaftungen, aber auch sowas wie smarte, innovative, neue, zu entwickelnde Parkraummanagementmöglichkeiten, die wir jetzt entweder schon haben oder wir in Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln könnten und für die wir auch einen Haufen, einen Sack voll Fördermittel einwerben könnten, all das ist rausgestrichen. Und unser Änderungsantrag sagt lediglich, Beschlusspunkt 3 des Ausschusses soll entfallen. Beschlusspunkt 3 sind all diese Streichungen von den Parkmöglichkeiten. Ich sage Ihnen jetzt vier Gründe, warum wir das machen sollten. Der erste, da kann man ja politisch diskutieren. Wir brauchen sogenannte Push, das ist jetzt meine Meinung, wir brauchen Push-Faktoren, damit wir den Verkehr in Zukunft anders regeln können, damit wir halt mehr Menschen dazu bewegen, in Bus und Bahn zu fahren, mit Fahrrad zu fahren, zu Fuß zu gehen. Das ist natürlich ein politisches Argument und da kann man natürlich sagen, das ist irgendwie linksprogressive Ideologie oder so, das brauchen wir nicht. So, könnte man sagen. Die anderen zwei Argumente, die nächsten zwei, sind aber handfeste. Das erste ist, dass wir es sehr viel schwieriger haben werden, Fördergelder zu akquirieren. Und ich erinnere mich, die CDU, die möchte immer gerne, dass Handwerker, Hebammen und so weiter irgendwie besser parken können. Jetzt stellen wir uns vor, es gibt ein Förderprogramm oder es gibt Ideen, dass wir mit Smart-Technologie, dass wir in einem Gebiet genau diese Parkmöglichkeiten für Handwerker, für Hebammen freihalten. Dann sehen die halt irgendwie so, ja, auf dem Bildschirm, da muss ich hin und dann wird das freigehalten oder wie auch immer. So, wir können, wenn wir diesen Punkt 3 nicht streichen, dann können wir da in den nächsten Jahren, oder es wird sehr, sehr viel schwieriger, dafür Fördergelder zu akquirieren. Der dritte Punkt ist auch wichtig. Denn wenn wir jetzt wirklich die nächsten 10, 15 Jahre niemals mehr, so steht es dann zumindest im Konzept drin, niemals mehr an den Preisen schrauben, an den Gebieten schrauben, an den Art und Weise, wie wir Parkraummanagement schrauben, dann verlieren wir Größenordnung jedes Jahr 20 Millionen, je nachdem, wie Sie es ausgestalten. Das sind 15 bis, man könnte auch 40 Millionen draus machen, jedes Jahr. So, also wenn wir den Punkt 3 jetzt bestehen lassen, dann vergeben wir uns hier die Chance. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass, wenn der so beschlossen wird, der Antrag Herr Hilbert eigentlich widersprechen muss, denn es entsteht ein massiver Schaden für die Stadt. Punkt 4, warum wir heute Grund 4, warum wir den Punkt 3 rausstreichen sollten heute hier, ist, weil es eine relativ große Chance auf eine Mehrheit hat. Das heißt, wenn zumindest dieser Teil des Stadtrats heute nicht sagt, wir wollen das mit den Parkgebühren wieder raus haben, es wäre ein ziemlicher Affront gegenüber der Verkehrswende, gegenüber der Solidität im Haushalt und gegenüber dem, was wir uns verpflichtet haben, nämlich Schaden von dieser Stadt abzuwenden. Meine Damen und Herren, damit lasse ich es bewenden. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich hoffe, wir kriegen ein sehr schönes Entwicklungskonzept für die Stadt Dresden. Dankeschön.